Video wird Ihnen präsentiert vom Snackity Snack Snack. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Qualifying der 3 Stunden GT Series in Assetto Corsa. Ja, wir sind zurück in Spielberg, wie wir hier auch im Hintergrund klar erkennen können. Ja, das Wetter spielt mit. Wir haben fast wolkenlosen Himmel und ja, hier sehen wir eine kleine Streckenumschau wie immer. Ja, wir dürfen gespannt sein. Slow Snell und Yogo, ne, letzte Renderskandal. Timo und sein Haus ja auch gesagt. Beziehungsweise erwähnt im Video. Und ja, jeder war frustriert und hat ein bisschen mitgefühlt, klar. Aber ich kann euch beruhigen, Yogo und Slow Snell, beziehungsweise auch Yogo an sich, ist noch mit dabei. Und ja, das Qualifying kann dann auch gleich losgehen. Hier in Spielberg am Red Bull Ring. Und ich würde sagen, erstmal Abfahrt. Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Snackity Snack Snack. Viel Spaß. So, das Qualifying geht los. Die Ampel ist grün geschaltet. Wir sind hier auf dem Bürgersteig der Boxengasse. Race to Win fährt auch direkt raus. Ein paar Autos setzen sich eben jetzt in Bewegung, um ihre ersten Runden zu absolvieren. Hier am Red Bull Ring in Spielberg, wo ja auch der große Preis von Österreich stattfindet, nebenbei so erwähnt. Ja, kann es Hamburg erneut schaffen, mal Pole zu fahren, oder kommt dann eben doch eine Überraschungsgast oder mehrere Überraschungsgäste? Wir werden es sehen. Und ja, hier haben wir einen neuen Fahrer gesehen, dessen Skin noch nicht da ist. Aber ja, es gab natürlich auch viele Fehler, vor allem bei Cent, wie er hier, ja, Kurve 4 abgeflogen ist. Ja, konnte hier beim ersten Mal das Auto noch relativ gut fangen, aber auch beim zweiten Mal, ja, heftiger eingeschlagen. Das Auto muss dann auch direkt repariert werden. Hier, der VSR Racing Pilot ganz klug eingeparkt, da hat er nämlich nichts berührt. Und ja, wenig später kam es dann nochmals leider zum Unfall. Und ja, man sieht es aber auch schon hier. Ja, retten, ne, geht mit dem Auto dann doch nicht so gut, aber trotzdem an sich sind dreimal heftig eingeschlagen. Naja, nicht eingeschlagen ist aber Hamburg. Ja, er zeigt sich wieder in Topform. Am Anfang ist er mit Startschwierigkeiten. Am Anfang hat er noch Race to Win, die Pole inne. Relativ erstaunlich, der Martini Racing Pilot, nachdem er sein Teamkollege erst relativ später dazu kam. Aber auch Hamburg, ja, einige Leistungsfehler mit drin. Der Meisterschaftstabellenführende hier eben. Meisterschaftstabellenführende, alles klar. Meisterschaftsführende eben hier in seiner Corvette Onboard mit dabei, aus der Fahrersicht, oder zumindest aus der GoPro-Sicht des Fahrers oder des Fahrerhelms, wie auch immer. Ja, auch Hamburg, wie schon gesagt, eben ein paar Fehler. War mit dabei, ja, ob es ihm gelungen ist, werden wir am Ende sehen. Ja, Mindoro Skin sind endlich mal da. Die Deutsche Bahn und ihre Verspätungen hatten sich, waren halt noch in Ordnung. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, Mindoro eben jetzt auch mit seinem Deutsche Bahn Skin, der wohl nicht so viel anders aussieht wie der von Palio und Timo, unterwegs. Er war relativ erstaunlicherweise gut und unterwegs. Auch schon im Training war er relativ weit bei Palio oder nah bei Palio, eher gesagt, weit oben. Mal gucken, was wir morgen von ihm sehen dürfen, liebe Zuschauer. Also, Mindoro ist ja manchmal wirklich, ich will es nicht sagen, aber es ist wirklich manchmal so. Er ist eine richtige Wundertüte. Mal klappt es überhaupt nicht, dann klappt es. TCR ist ein kleines Beispiel. Da ist er nämlich auf Platz 4 gefahren. Er ist auf meinem Lotus Cup auf die 3 gefahren. Und ansonsten, ich meine, Mindoro, wenn's mal, wenn er mal gutes Setup hat, gute Strecke fehlt, dann läuft es bei ihm. Ja, wie schon gesagt, Race 2 hat er halt eben, ja, die Pole lange. Und das ist richtig lange, also. Ich glaube knapp 40 Minuten hatte er sie, dann kam Palli, ja, hatte sie dann auch knappe 50 Minuten, dann eben am Ende Hamburg, dann doch noch, ja, sie hat noch die sichere Pole geholt, aber dazu kommen wir dann gleich noch eben. Ja, Race to Win, erstaunlicherweise auch im Training war ja, Trainingsbeste war ja Spider Rider, 2000stel dahinter eben dann Race to Win, also der Martini Racing Pilot hier mit der Nummer 88, ja. Er macht grobe Fortschritte. Zuerst ist sein Bruder letztens ins Bar. Vor 4 Wochen, vor einem Monat, vor 2 Rennen. Und jetzt er. Slosner war es ja schon lange. Von ihm konnte man hier heute leider nicht so viel Gutes oder so viel Schnelles sehen. Er fuhr nämlich nur auf die 5. Gesamtposition. Also auch für ihn da kein tolles Qualifying. Die Saison geht den Bach runter bei ihm leider. Ja. Und hier haben wir schon den Verursacher vom letzten Mal. Yogo, ja, er zeigt sich auf dem Salzburgring. Wir haben ja diese Woche schon das Austria Week, Live-Rennen, jetzt dieses Rennwochenende hier, und so weiter. Also Salzburgring war am Dienstag und jetzt hier eben in Spielberg. Ja, Yogo zeigt sich ja auf dem Salzburgring, ich glaube es war P6, am Ende zeigt er sich relativ gut, er war ja relativ schnell unterwegs. Ja, in Spielberg, es ging, also er war, persönlich war ja zufrieden nach dem Qualifying.
Und ja, er hofft natürlich, dass er jetzt mal wieder ins Ziel kommt, weil, naja, gut, ich glaube, es hat er, glaube ich, nur DNFs, wenn sie sich täuscht, außer ich glaube, wahrscheinlich in Spa war es nicht so. Ja, aber auch von Yogo aus Belgien dürfen wir hoffentlich mal wieder eine neue Topform sehen. Der neue Skin vom Poker wird auch erst ab morgen gezeigt werden. Also von ihm heute auch leider keine Kamerabilder, genauso wie eben von einem neuen Porsche-Piloten, dessen Namen erst morgen erwähnt wird. Ja, Yogo, mal gucken, ne? Ja, Bobo ist ja auch im Fokus gewesen in Spa, am Ende des mit Cent. Das war ja, ja eine Schrecksekunde für alle Porsche-Fans und alle VSR-Racer-Fans und alle Cent-Fans. Ja, mein Gott, ist halt so gelaufen. Aber auch er zeigte sich eben im letzten Rennen nicht so toll. Was heißt nicht so toll? Er ist ja von der 3 auf die 15 zurückgefallen. Ne? Nicht irgendwie schlecht gefahren, sondern halt einfach, ne, Unfall und weg war er. Er hat ja auch eine grandiose Aufholjagd, wenn man ganz kurz erwähnt, das wurde ja im Video nicht gezeigt von der Regie. Ja, da war er richtig gut dabei am Ende. Ich glaube, es war am Ende P6, P7, irgendwo da. Auf jeden Fall in den Top 8. Ja, heute im Qualifying lief's. Naja, ich würde jetzt einfach mal sagen, in Ordnung. Er hatte leider, ja, etwas. Er war halt etwas, ja, verhindert quasi aufgrund von Kopfschmerzen hier eben. Ein gescheites Qualifying zu fahren, deswegen sieht man ja auch schon leichtens Fehler, raus und weg bist du. Ja, Bobo am Ende, ich glaube, es ist 11. Geworden ist er. Er ist 11. geworden, so heißt es. Und ja, nur eben, ich glaube, 5 oder 7 Runden waren es, ist er gefahren. Naja, nichtsdestotrotz, jetzt sind wir nämlich in der Showdown-Sekunde. Wir haben es 19.30 Uhr, liebe Zuschauer, hier, ja, 1,5 Stunden des Qualifying sind rum. Wir sind auch mal bei Hamburg. Ist auch schon eine Hotline, aber die ist langsamer, weil er nämlich vorhin noch einen Fehler reingebaut hat. Wir sind auf Hamburgs Pole, hoffentlich, wir sind live dabei. Eine Runde hier in Spielberg, ja. Red Bull Ring hier in Österreich, in der Steiermark müsste ja sein, oder? Ja. Also Kurve 1, oh, fährt am Rand schon raus, ob das so erlaubt ist. Ja, laut dem Reglement schon an alle Fahrer, die wo sich da ein bisschen wundern oder auch schon im Qualifying gewundert haben. Im Reglement unserer VSR 3 Stunden GT Liga ist es nämlich so, dass halt eben, ja, solange das Spiel nichts sagt, dann ist es halt auch so, dann ist es halt nicht gekartet, sondern dann ist es einfach so. Hatten ja früher, oder auch wahrscheinlich wird es in der GT3-Liga so sein, weiße Linie, zwei Räder. Aber mein Gott, wie willst du es nachkontrollieren? Da ist die Regelung schon hier besser, wie ich persönlich finde. Wobei, mein Gott, hier auf der Geraden, man sieht ja, Linie und schon bist du auf Gras. Was bringt dir? Erst hier bringt dir was. Und da sieht man auch, wie Hamburg eben mit seinen zwei linken Rädern eben den Curb voll ausnutzt. Hier auch wieder am Ausgang relativ viel Curb mitgenommen. Mit der Formel 2 waren die Curbs ja eher, ja, Niemandsland. Und auch hier wieder mit allen vier Rädern sogar noch drüber, das Beispiel wirklich nichts sagt, wundert mich persönlich auch, oh mein Gott. Und ja, Sektor 2 ist jetzt vorbei und hier, ja gut, das ist halt eben die Anbindung, die hat man auch schon bei der anderen Regelung so genutzt, weil halt eben da die Linie entweder relativ dünn ist und man sie fast nicht sieht oder halt eben gar nicht da ist, habe ich jetzt nicht genau gesehen. Ist aber trotzdem, ja, wundert mich ein bisschen. Aber naja, gut, die letzten zwei Kurven, warum die vorletzte ist, mit dem Bremspunkt richtig zu finden, dann hier den Ausgang richtig treffen und dann halt eben hier nochmal den Ausgang relativ gut erwischen, ansonsten sind wir dann nämlich in der Wand. Ja, und das ist die Pole für Hamburg, erneut Sieg der Corvette-Pilot hier in dieser Saison. Dieses Video wurde Ihnen präsentiert vom Snackity Snack Snack. Bis zum nächsten Mal. Ja, da haben wir auch schon die Startaufstellung. Hamburg auf der 1, gefolgt von Sprayrider und Race 2, die beiden sind da richtig nah beieinander. Palle auf der 4 ist los, nur auf der 5, Tiki auf der 6 in Position, Timo wieder weit vorne auf der 7, Lockington auf der 8 mit Doro, sehr weit vorne auf der 9, Poker auf der 10 in Position. Ja, Bobo auf der 11, Protectin auf der 12, Landwut 13, 14, Yugo, Hayes nur 15, erneut Carlo 16, VDGO 17. Sind auch wieder 18. und Angus 19 und eben Steffen mit 3,551 Sekunden auf dem 20. und letzten Platz. Ja, wir sehen, alle von 11 bis 20 sind in Soft gefahren, nur vorne ein paar mit Super Soft. Wir dürfen uns sogar auf ein richtig spannendes Rennen freuen. Ja, schaltet ein. Ich schätze, dass es schon geil werden könnte morgen. Hier in Österreich, in Spielberg und ja, man hört sich dann eben morgen wieder mit Timo und Send hier live kommentiert aus, ja, der Steiermark. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und danke fürs Zusehen. Dieses Video wurde Ihnen präsentiert vom Snackity Snack Snack. Bis zum nächsten Mal.